Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute ist Dienstag und deswegen holen wir gleich mal die Post ab. Aber zuerst streicheln wir den Hund. Wie immer. Dann wollen wir doch mal schauen, was sucht die Madame diese Woche. Kommt mir schon fast bekannt vor hier. Ja, scheint ein und dasselbe zu sein. Oder? Schieferfall, Spitze, Enteneier und Eichhörnchenkadaver. Das soll dasselbe wie vorher, oder? Naja, was soll's. Dann schauen wir mal erstmal, was liegt heute an. Distanz mit dem Truppmitglied, Distanz, die ein Zug gefahren wurde, mehrere Spieler innerhalb von 50, oh Gott, den Showdown mit Halleluja. Das Gürteltier gehäutet, Rennserie abgeschlossen, Waffen angepasst. Okay, Kopfgeldjäger, gesuchte Person lebendig fotografiert, gesuchte Zielperson vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen und eine schwierige, legendäre Kopfgeldmission abgeschlossen. So, Händler, Speziallagereintopf zubereitet, Geld durch Handel verdient und eine Versorgungsmission unter 5 Minuten. Oh, Fläschchen trinken, was wir im Detektor finden, Tarotkarten finden. Was haben wir noch? 2 Minuten lang mit der Band gespielt, giftigen Schwarzgebrannten hergestellt und zweimal eine bevorzugte Sorte verkauft. Was im Wildnislager herstellen, damals wieder ein legendäres Tier mit Pheromonen finden und Tarntonikum nehmen. Ja, dann. Fangen wir doch mal damit an. Dann den Speziallagereintopf. Auch erledigt. Dann ziehen wir uns mal noch ein Fläschchen rein. Haben wir denn genug? Oh, karibischen Rum, da kann man glaube ich was raus brauen. Was findet man denn häufig? Hier. Guten Whisky. Auch durch. Dann schauen wir doch mal. Der Kollege hat zu tun. Da können wir nachher schon das Geld verdienen. Dann schmeißen wir doch erstmal einen Schwarzgebrannten an. Ich glaube, ich habe nämlich keinen mehr. Direkt checken, ob hier zufällig was. Na, nicht die Uhr. Früh am Tage, ja. So, sag mal. Jetzt aber. Nee. Da ist leider nichts. So, sonst war hier doch nichts, ne? War irgendwie nur den giftigen Schwarzgebrannten herstellen, oder? 2 Minuten mit der Band gespielt, giftigen Schwarzgebrannten. Und genau, aber dafür müssen wir erstmal was anwerfen hier. Da sieht man, wir haben nichts. Very well. But this could be cheaper. Machen wir das hier. Yes, this will work very nicely. Goodbye. So, dann gucken wir nämlich erstmal. Ich habe noch eine Sache, glaube ich, offen auf so einer Sammlerkarte. Weiß aber nicht mehr, was es war. Es muss doch irgendwo noch was offen sein hier. Aha! Familienerbstücke. Ja, dann. Dann machen wir nämlich das zuerst und dann wissen wir auch, wo die Madame ist. Tja.
Ja, dann auf nach. Hier geht's hin. Ja, ist noch früh am Tage. Ganz wach bin ich noch nicht. Aber das macht ja nichts. Ist ja jetzt zum Wachwerden. Geht's. Wie immer hier erst gucken an den üblichen Stellen, ob hier was ist. Nee. Leider auch nicht. Schade, schade. Nun gut. Mal eben gucken. Hier ist heute auch nichts, das gibt's doch nicht. Aber hier vibriert irgendwas. Aha, genau hier. Gesuchte Person. Ja. Jetzt holen wir uns aber erst hier das Sammlerstück. Da hört man schon. Oh, ich dachte, das wäre hier im Kamin. Dann liegt es, glaube ich, hier im Schrank. Tja, ist das ja auch schon mal erledigt. Und dann können wir jetzt gucken. Wo ist denn die... Aha, hier ist die Madame. Dann heute. Dann checken wir mal eben Kopfgeldjäger, ich glaube, einmal mit dem Lasso fangen. Genau, vom Pferd aus mit dem Lasso und fotografiert, können wir ja mal machen. So, da sind ja meist so ein paar Begleiter dabei, die werden wir wohl erledigen müssen. Es war gut, dass ich nicht getroffen habe, weil eigentlich wollte ich nur das Lasso ziehen. So, plündern nicht vergessen. Aufheben, Abmarsch. You dumb bastard. So, Kamera raus. Shit, shit. Haben wir das auch fertig? Ach so, ich könnte ja auch mal eben hier die Goddamn, you a son of a Pfeifen hier looten.
unten, oder? You dumb bastard. Das hat jetzt nicht so gelohnt, aber was soll's. Auf nach Rhodes. Das ist ja auch nicht so meine Lieblingsgegend hier. Oh, hell, not again. Nur um Stunden handeln, ne? Oh, musste ja schon husten. War das Wasser ja noch gar nicht so tief. Oh. Da seht ihr schon, hier müssen wir gleich auch nochmal hin. Aber wir liefern den jetzt erstmal eben ab. Bevor er sich hier befreien kann. Schon mal los hier. Oh, I'm staying out of this. Another stain on the reputation of this county, all set to be wiped clean. Throw him in the cell. The county thanks you for your service. Ja, gern geschehen. What's in your head? Jetzt holen wir uns eben die Tarotkarte. So, das können wir jetzt ja wegnehmen und dann gucken wir mal, was machen wir als nächstes. Zug fahren, auf sowas habe ich keine Lust, dafür müssen wir in eine ganz andere Gegend. Kopfgeldjäger haben wir jetzt schon mal was geschafft. Händler, tja, müssen wir ja nur warten, bis es soweit ist. Sammlerstücke mit dem Detektor, Tarotkarten. Ist ja eigentlich alles echt nicht so schwierig heute, oder? Fine. Fine horse you got there. Tja, aber öffne ich für Tarotkarten jetzt eine Karte? Gefühlt findet man die doch an jeder Ecke, oder? Ach, was soll's. Keine mehr für Tarotkarten. Nee. Das ist natürlich ärgerlich. Dann machen wir erstmal den schwarzgebrannten, den giftigen, ne? Ich will ihn hier rausreiten. Lager auf. Ihr merkt, ich bin heute noch nicht so gesprächig. Da werden wir mal eben das Pheromon hier öffnen. Und dann mal versuchen, den zu bekommen hier.
Diese kleinen schnellen Viecher hier, die nerven mich immer. Gut, so wird es natürlich auch gar nichts, ne? Ein bisschen näher ran hier. Den können wir im Lager gut gebrauchen. Der nicht langsamer wird hier. Ja, komm. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Na, endlich. Oh, nehmen wir den am Stück mit. Und dann sollten wir im Lager da auch richtig was mit auffüllen können. Also, erstmal ab nach Hause. Überhaupt giftigen Schwarzgebrannten herstellen? Nee. Oh, dann machen wir erstmal ein bisschen Betäubungsmunition hier. Und Dynamitpfeile. Schon genug hergestellt. Kleinwildpfeile machen wir trotzdem mal. Und dann geht's schon ab nach Hause. Ich würde sagen, kann sich nur um Stunden handeln. Geben wir den am Stück ab und dann sieht man da oben schon. Ich mach's nochmal weg und wieder hin, was der bringt. Well, this is a particularly fine specimen, I must say. So, dann machen wir jetzt den giftigen Schwarzgebrannten. Da ist er. Einfach mal weg damit. Den machen wir jetzt fix nach. Ist auch schon erledigt. Dann checken wir mal, ob wir da vorne irgendwo noch eine Tarotkarte finden. Oder irgendetwas mit dem Detektor. Aha. Diesmal muss es hier sein. Für alle, die sich nicht so gut auskennen, genau hier am Lager. Auch durch. Ist hier heute irgendwas? Macht sich nur was. Schnell den Schmuck einsacken. Und jetzt darauf hoffen, dass hier oben eine Tarotkarte liegt. Dann brauchen wir nämlich nur noch eine.
ist heute nichts. Aber hier oben scheint eine Schnapsbulle zu liegen. So muss es sein. Ja, schon mal ein paar Tierchen für die Tasche. So, und jetzt gucken wir erstmal, was fehlt uns noch? Wir brauchen noch 4. Das hat wehgetan. Das war nicht so gut. So, 4 Dinge brauchen wir noch. Ja, das werden wir auch noch hinkriegen, hier die 2. Und dann brauchen wir nur noch eine Tarotkarte. Und mit der Band spielen. Oder wir finden halt noch... Ah, das ist ja easy heute. Dann reisen wir doch erstmal zur Madame. Eine Karte nach für Taoka. Vielleicht finden wir hier auch eine. Gucken erst an den üblichen Stellen. Was soll man da Geld ausgeben? Schade, hier liegt heute keine. Immer Knarre raus. Wer weiß, was hier passiert. Oh. Das ist hier so ein Taschenfrosch. Ja? Oder Kröte. Immer mitnehmen. Ich hatte gehofft, dass hier heute wenigstens eine Karte liegt. Und da ist sie. Dann sparen wir uns nämlich den Einkauf bei der Madame. Und manchmal liegt da hinten ja auch eine. Noch so ein legendäres Tier, ne? Dann würde das auch lohnen mit den Pheromonen. Da versuchen wir doch einfach mal in der kalten Ecke, ob da der Marmorfuchs ist oder was das ist. Oder gleich ein Strawberry. Ist ja der Kojote auch ständig. Könnte falsche Uhrzeit sein, ne? Wo wir schon mal hier sind, checken wir natürlich, ob hier irgendwas rumliegt. Leider nein.
Nix, das gibt's ja nicht. Ja dann, auf nach Strawberry. Vielleicht haben wir da Glück. Looking to sell your wares or buy some of the finest meat to ever grace this town? Wie, und hier heute keine Tarotkarten? Gibt's doch nicht. Nö. Evening, mister. Wahnsinn. Nichts zum Ausbuddeln. Schade, schade. Deswegen hier so in diese Richtung, weil hier ja manchmal auch dieser Marmorfuchs oder was das ist auftaucht. Klar, nur heute nicht. Oh. Graveyard. Yes, just in time. Oh, I'm glad someone finally came by. I was riding past these markers there, the graves, and my horse just collapsed. Ja, jetzt kommen wir rein. Could you give me a ride to town? Na klar. You will? I don't like this place one bit. Gives me the chills. Ja, komm, steig auf jetzt und los geht's hier. I should be good from there. Meine Güte. Braucht er so lange hier? Da sind wir aber heute nicht so, ne? Mal eben schnell nach Blackwater. Ist ja nicht so schwierig. Been burnt up like that for years, long as I can remember. Heard there was Indians living there at some point, but sure ain't no one living there now. I ain't a superstitious feller, mind, but every time I go past that road, I don't know. Almost like the air cools around you. And then my dang horse. Warum glauben immer alle, dass sie einem einen erzählen müssen, oder? Just ups and dies. Now that's just strange. I ain't superstitious. But like I say. All right. Nice to be back in town. Ich wollte sagen, wir müssen es ja gleich geschafft haben hier. Hey, get out of my way. Don't bother someone else. Give me a pork chop, you there. Help me out with anything. Anything. Mann, eine gute Tat heute. Appreciate it. My mind was starting to play tricks on me back there. Take this as a way of thanks. Okay? Das ignorieren wir jetzt auch mal. Können sie ja nicht alle retten, ne? Zurück Richtung Strawberry. Dann gucken wir mal, wie weit der Kompagnon ist.
Das Wetter ist ja nicht so schön, ne? Bei dem Wetter könnte ja an der Schnapsbrennerei auch dieses Wildschwein auftauchen, oder? Das checken wir mal eben. Ist das nicht so Wildschweinwetter hier? Anscheinend nicht. Nix. Dann gucken wir wenigstens eben. Ich guck mal kurz, wie viel Zeit haben. Ach, gerade mal eine halbe Stunde. Ob wir hier noch einen Puma mitnehmen können. Und wenn nicht. Oh, das war knapp. Dann düsen wir trotzdem nach Hause. Zu sehen hier. Ah. Da ist er. Zwar nur ein Stern, aber gut. Wie immer, besser als nichts. Eben hier rüber checken nochmal, ob der Marmorfuchs oder wie der heißt, da auftaucht. Ne, Quatsch. Mitternachtskoyote ist das, ne? Mann, Mann, Mann. Das wäre so einfach heute. Aber gut, das wäre ja auch zu einfach, ne? Ab nach Hause. You know, I don't know why I didn't start this business years ago. We're going all the way to the top, you and me. Oh, dann ist er hoffentlich gleich fertig hier. Stocks are looking good. Okay, Ben, no comment. Ja, dann hauen wir uns so einfach eben noch ein Tantonikum rein. Dann sollte der Kollege hier gleich fertig sein. Dann haben wir es auch so gut wie geschafft. Wir brauchen ja nur noch zwei Stück. Das wäre einfach. Ja, man kann natürlich auch mit der Band spielen. Ne? Wobei, das könnte ich ja jetzt eben machen. Dann ist er fertig. Und dann können wir das Geld verdienen. Und dann haben wir die neuen Rollenherausforderungen für heute geschafft. Einfacher wäre es gewesen, wenn wir jetzt irgendwie noch ein legendäres Tier gefunden hätten. Haben wir aber nicht. Und bevor wir jetzt hier so einfach dumm rumwarten, ne, spielen wir mal ein bisschen mit der Band.
fahren dann die Ware weg. Ey, fertig wird oder nicht, spielt auch keine Rolle. Was spielen wir denn hier? Spielen wir mal das Gerät hier. So, mit der Band spielen. Und schneller kann man das Gold ja nicht verdienen, oder? Und dann hoffe ich, dass der Kompagnon fertig ist. Dann können wir die Ware ausliefern, die 200 Dollar verdienen. Und dann sind wir durch. So, erste Minute schon geschafft. Ich mag die Mucke, ja. Ich hoffe, die 2 Minuten, jawohl, sind endlich rum. Gefühlt zieht sich das ja wie Kaugummi hier. Ich denke, der braucht hier noch ein bisschen, jawohl. Da können wir dann bestimmt morgen die Knete verdienen. Mal, es ist Nacht. Wir reiten mal in diese Richtung. Da unten gibt es einen legendären Puma, der jetzt auftaucht, bevor der Kompagnon fertig ist. Dann machen wir die Pheromonnummer. Ich glaube, die Uhrzeit passt. Weiß es aber nicht mit Bestimmtheit. Spielt auch gar keine Rolle. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das wäre jetzt echt mit dem legendären Tier einfach, das wäre super einfach. Könnte ich mir die Auslieferungstour sparen. Aber nix. Dann versuchen wir es noch einmal in Strawberry, dann in der kalten Ecke und dann geht's zurück zum Lager.
Und dann, tja, fahren wir halt die Ladung weg. Das gibt's doch nicht. Der ist doch sonst auch andauernd da. So, da ist es. Auslieferung erforderlich. Und wir werden wohl nicht drumherum kommen. Aber ich versuch's noch einmal in der kalten Ecke hier. Ansonsten liefern wir gleich aus. Dann haben wir es, denke ich, auch unter 50 Minuten erledigt. Oder ist das die falsche Uhrzeit? Boah, minus 16. Das ist natürlich schon mächtig kalt, ne? Wenn, dann ist das ja meist hier irgendwo in der Ecke. Nichts zu sehen, nichts zu hören. Wir liefern aus. Ab geht's. Geld können wir immer gebrauchen. Da ist es. Ausliefern. Fertig. Alright, my friend. Time to make some money. Here's another batch ready to go. Sure feels good. It wasn't easy. I've cut myself so many times, it's a miracle I've got any blood left in me. Anyway, got a local buyer lined up, so should be an easy run for you. So ist der Plan, oder? Ja, noch will der Wagen nicht so richtig los hier. Jetzt aber. Ich gebe alles. Mal hier mit Wolfsbegleitung. Gott sei Dank ist es ja nicht so weit. Kohle gleich verdient hier. Gibt's doch nicht. Hier ist ja Wölfe satt heute. Da hört man schon. Abstellen. Weiter geht's. Ah!
Also hier auch. Kurze Distanz, da bin ich ja Flinten-Fan, ne? Gut, treffen muss man trotzdem, ne? Das wollte ich eigentlich nicht hier. So, ich wollte gerade sagen, das sollte es eigentlich gewesen sein. Jetzt können wir noch entspannt hier eine Runde looten. Da seht ihr es, 200 Tacken verdient. 9 von 9 täglichen Rollenherausforderungen. Oh, erledigt. Jetzt noch schön abstauben hier. Und dann kann es nach Hause gehen. Noch eine Wildblume dabei. Knete haben die nicht so viel mit, aber... wenigstens ein bisschen was. Oh, noch eine Wildblume. Ja, dann checken wir das hier auch noch eben. Da ist nichts. Und dann geht's jetzt ab nach Hause. Und dann machen wir Schluss. Und das war's dann schon. Ja, das war die Folge vom Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.